So, liebe Zuschauer, dann beginnen wir mit der Pressekonferenz. 21. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg mit der Partie 1. CFR Pforzheim gegen den 1. Göppinger SV. Endergebnis 2:1. Die Torschützen in der 41. Minute das 1:0 durch unseren Kapitän Dominik Salz. Das 2:0 in der 61. Minute durch unseren Spieler Bogdan Christescu. Und schließlich der 2:1 Endstand per Foulelfmeter durch Kevin Dickelhuber in der 90. Minute. Ich begrüße hier beide Trainer bei mir, Gianni Covelli des Göppinger SV und Gökhan Gökçe, 1. CFR Pforzheim, und gebe auch gleich das Wort an die beiden Trainer. Beginne mit dem Gästetrainer. Herr Covelli, heute ist die Serie Göppingens gegen den CFR gerissen. Ich nenne es jetzt mal Serie, 5 Spiele ohne Niederlage. Ich denke aber, heute geht das Ergebnis durchaus in Ordnung. Also Glückwunsch erstmal an den CFR Pforzheim zu den 3 Punkten. Ob die Serie gerissen ist oder nicht, ist für die Statistik interessant. Für mich eigentlich weniger, weil ich eigentlich das Spiel an sich betrachte, um zu gucken, war es in Ordnung, was wir geboten haben, oder war es nicht in Ordnung. Von dem her Glückwunsch an den CFR für die 3 Punkte. Unterm Strich glaube ich aber aus meiner Sicht, wären Unentschieden gerecht gewesen. Wir haben es in der ersten Halbzeit, war es ein Spiel mit ganz, ganz wenigen Höhepunkten. Und dann ärgert mich insofern, und da muss ich, wie gesagt, meiner Mannschaft keinen Kritikpunkt auch machen. Vor dem 1:0 wird der Pavlos Osipidis im Strafraum umgerissen. Das Spiel geht weiter und dann dürfen sie nicht diskutieren. Wir haben in der Situation, der Ball war noch in der Endzone, war heiß. Wir diskutieren in der Situation mit dem Schiedsrichter, der Ball kommt wieder rein, Fall steht blank, macht das 1:0. Und es war insofern natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil aus dem Spiel raus war keine Torchance. Und da gehe ich mit 0:0 in die Pause. So ist natürlich schwierig, mit 0:1 Rückstand hinterher zu laufen, vor allem auf dem Platz. Tut mir leid, ich will da im CFR selber, ihr wisst, ich will euch da nicht zu nahe treten, aber der Platz ist eine mittlere Katastrophe, das hat mit Fußball hier eigentlich nichts zu tun. Wir haben es versucht, zweite Halbzeit, und da muss ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, trotzdem fußballerisch zu lösen. Wir sind auch immer wieder bis in die Endzone eigentlich spielerisch sehr, sehr gut nach vorne gekommen, haben Gegner ins Laufen gebracht, aber der letzte Ball, entweder ist vom Knie irgendwo hingesprungen, also da war es halt für uns schwierig und war klar, wenn du natürlich nicht in die Situation kommst, dass du den Ausgleich erzielst, dass irgendwann einmal Kontersituationen sich ergeben. Aber auch die haben wir trotz allem oftmals dann im 1:1 ganz gut verteidigt. Aber die Stärke von Pforzheim beim Standard, das wusste man, und dann fällt halt das 2:0. Komplimente an meine Mannschaft, wir haben tolle Moral bewiesen, wir haben nicht aufgesteckt, wir haben weiter nach vorne gespielt, wir haben gekämpft, wir haben alles im Prinzip in die Waagschale geworfen. Mehr zu einem Anschlusstreffer hat es dann heute leider nicht gereicht. Aber ich denke mal, wenn man das ganze Spiel betrachtet, glaube ich schon, dass ein Unentschieden für beide Seiten das gerechte Ergebnis gewesen wäre. So müssen wir es akzeptieren und auch gratulieren und sagen, in Ordnung, heute haben wir den Kürzeren gezogen. Ja. Aber ich war mit der zweiten Halbzeit, ich war mit der Einstellung, ich war mit der Leidenschaft in der zweiten Halbzeit zufrieden. Nicht zufrieden, wie gesagt, war ich bei dem ersten Gegentor. Da haben wir uns nicht gut angestellt aufgrund des Diskutierens, und in der zweiten Halbzeit bei der Standardsituation, wo wir nicht gut verteidigt haben. Und dann kann es halt sein, dass du hier verlierst. Hammer, deswegen Mund abputzen, es geht weiter. Ja, da werden wir schauen, dass wir uns so diese Woche aufstellen, dass wir das nächste Heimspiel wieder gewinnen können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Gianni Covelli. Gökhan, Glückwunsch erstmal zum Sieg. Ich denke mal, du teilst die Meinung, unentschieden wäre gerecht gewesen, nicht ganz. Dein Statement bitte. Heute muss man eine Reaktion zeigen. Ja, erstes Spiel im neuen Jahr haben wir nicht gut gespielt, waren nicht auf dem Platz. Die Trainingswoche war auch nicht gut. Die Jungs wurden heute defensiv eingestellt, auch kämpferisch angeheizt, individuelle Gespräche geführt, hier, da, das machen. In die gefährliche Aktion der Göppinger nicht reinfallen und selber diese Stärken, die Göppingen hat, auf den Platz zu legen. Das haben wir getan. Wir wussten, dass wir heute auf einem schlechten Platz spielen. Ich denke, die Göppinger waren auch darauf eingestellt. Das weiß eigentlich jeder. Ja, in der Jahreszeit ist es auch normal. Ja, ich muss
wirklich mich bei den Jungs bedanken. Die haben von der ersten bis zur letzten Minute alles rausgeholt. Die haben genau das gemacht, was gemacht werden musste auf diesem Platz. Die haben genau so gespielt, wie man spielen musste. Manchmal haben wir es zu leicht genommen, haben einfache Bälle verloren. Ich bin der anderen Meinung, wir haben heute verdient gewonnen. Wir haben auch das erste Tor haben wir aus dem Spiel herausgeschossen. Der Ball ist nicht im Aus gewesen. Schöne Flanke, schöner Kopfball von Dominik. In der 15. Minute hat der Johnny eine sehr gute Torchance gehabt, wo er mit Picke auf den Torwart schießt. In der 35. Minute, wenn der Johnny den Ball gut mitnimmt, steht er alleine vorm Tor oder spielt quer und Dominik schießt schon in der 35. Minute das 1-0 für uns. Was wir nicht gut gemacht haben, war in der zweiten Halbzeit, nachdem wir 2-0 geführt haben, dass wir unsere Kontersituation gut ausspielen, obwohl wir viel Platz und Zeit hatten, haben wir hektisch gespielt, haben unnötige Bälle verloren. Da hätte man vielleicht das 3-0 machen müssen und das 2-1 war ein Geschenk. Ich bedanke mich bei jedem einzelnen meiner Jungs, die wirklich heute für jeden Einsatz, für jeden Ball gekämpft haben. Und ja, für mich auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Vielen Dank, Göckern. Darf noch ergänzen werden, heute 320 Zuschauer im Holzhofstadion. Tolle Vorstellung, Göckern Götscher, heute von deiner Mannschaft, von eurer Mannschaft. Gar nicht wiederzuerkennen gegenüber Oberachern. Individuell stachen heraus auch Fatih Ceylan. Warum oder könnte der nicht öfter eine Option sein für euch, so gut wie der heute gespielt hat? Ja, Fatih ist immer eine Option, aber man denkt halt auch, er ist jetzt in einem Alter, er ist Co-Trainer, will sich halt nicht immer auch angreifbar machen. Und man muss auch aufbauen. Ja, es hat ja auch in der Vorrunde eigentlich auch sehr gut geklappt mit den mit Laurin oder Aki auf der linken Seite. Und auf dem Platz haben wir auch gedacht oder gesagt, wir brauchen Standards. Auf das haben wir gehofft und das hat er ja auch, der hat alles eigentlich auch heute super gemacht, nicht nur seine Standards und seine Qualität, kennt ja jeder. Und auch Richtung Innenverteidigung, die macht einen super Eindruck, alle beide, nicht nur Christescu. Kann man die beiden Jungs da besonders hervorheben heute oder wollen sie das gar nicht machen? Nee, will ich gar nicht machen, weil alle haben gut gearbeitet und alle haben für jeden Ball gekämpft. Dann bedanke ich mich bei allen heute für den Besuch, wünsche unseren Gästen alles Gute für die weitere Saison, guten Nachhauseweg heute, auch allen anderen Zuschauern einen guten Nachhauseweg, noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder hier ab 18.03. In der Oberliga hier im Holzhofstadion. Gegner dann der erste FC Normannia Gmünd, Spielbeginn um 14 Uhr. Bis dahin, vielen Dank, Wiedersehen.